Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total War Warhammer 3 in der 12. Staffel mit Bretonia. Mit Coron ursprünglich, aber jetzt sind wir ja Bretonia. Das königliche Bretonia, ja. Ja genau, hier haben wir noch einen Charakter, der in die Armee muss. Also erstmal du gehst in die Stadt. Es geht jetzt weiter, wir haben jetzt 0.41 Uhr und ich nehme noch einen Part auf, aber der könnte vielleicht etwas kürzer werden. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Ja, jetzt haben wir eine bessere Fortbildungsrate, das hilft auf jeden Fall. Ja, eigentlich muss in jeder Armee eine Maid, wegen der Fortbildungsrate, weil Bretonia hat da sonst gar nichts, was das verbessern kann. Da können wir hier auch? Ne, hier können wir leider keine Maid ausbilden. Wäre cool, wenn wir das im Laurelornwald machen könnten. Schade, dass das Gebäude das nicht erlaubt. Aber gut, der Laurelornwald ist auch eher ein Bogenschützenort als alles andere. Oh, die Empire. So, Scalinger sind vernichtet. Dann geht's jetzt weiter gegen... Ja, gegen Epidemios, würde ich sagen. Eventuell. Ja, doch, ja. Dann, ja, sie stellt eine Armee auf, damit sie die Stadt verteidigen kann. Und dann gucken wir einfach mal. We have met before. What would you have of me? Wisst ihr, was ich mich frage? Wieso die Schatten verschwinden, wenn ich nur so ein bisschen rauszoome? Und wenn ihr jetzt sagt, das liegt daran, weil du die Qualität auf hoch gestellt hast. Nein. Ich habe ja mehrere Testläufe in letzter Zeit gemacht und habe ich auch Ultramar das gehabt. Das passiert trotzdem. Das ist ganz komisch, ne? Das passiert trotzdem. Auf Ultra ist das auch so. Aber es ist nur bei mir so. Irgendwie ist es bei mir so, dass die Schatten eine extrem kurze Renderdistanz haben, egal was ich einstelle. Auf Ultra ist das auch so. Aber manchmal ist es auch nicht so. Zum Beispiel hier. Ne, nehmen wir mal hier. Miragiano. Seht ihr das? Der Schatten ist immer noch zu sehen. Wenn ich ranzoome, ändert sich nichts. Wenn ich aber hier ran rauszoome, hier bei Lucini, da ist die Renndistanz so. Das ist total komisch. Das ist seitdem ich das Spiel runtergestellt habe. Seitdem ist das so. Und wenn ich das wieder zurück auf Ultra stelle, dann wird das trotzdem, ändert sich das trotzdem nicht. Bleibt es trotzdem so kurz, die Renndistanz der Schatten. Ich weiß nicht, wie, das war... Stimmt, es könnte vielleicht mit der Lichtqualität zusammenhängen. Wenn man die auf niedrig stellt. Ja, das kann sein. Ah, das hier können wir wieder, glaube ich, auf hoch stellen. Das hat, glaube ich, eh keinen Effekt. Gucken. Ah, okay. Er sagt mir hier aber... Ach so, beim Beginn der nächsten Kampagne oder Schlacht. Hm. Ja, ich lasse es mal auf niedrig, weil ich es nicht brauche. So. Eine volumetrische Beleuchtung ist jetzt nicht so wichtig. Ja, ne, also... Das könnte daran liegen. Ja, stimmt, das kann sein, dass es was damit zu tun hat. Ja. Das habe ich nur nicht mehr im Kopf, ob das, wenn ich das hochstelle, auf hochstelle, ob es dann so ist. Weil ich habe, wenn ich das mal auf hoch gestellt habe in letzter Zeit, dann habe ich das nie lange so gelassen. Ich hab dann reingeladen, habe ein bisschen die Kamera bewegt und habe sofort gewusst, nee, das geht nicht. Und jetzt sagt er wahrscheinlich, hä, wieso, das hattest du doch damals schon an. Ja, ich weiß, plötzlich geht's nicht mehr. Ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung. Und ein Update von irgendwas, Spiel, Windows, irgendwas. Ein Treiber vielleicht, ich weiß es nicht. Oh, Skunk ist da. Ja, das schaffen wir nicht, ne? Oh Gott, da ist noch Bauernhorde drin. Ja, das ist ungewinnbar. Ja, das können wir nicht gewinnen. Bist du im Krieg mit ihm? Nein. Können wir aber ändern. Was ist, wenn ich dir dafür eine Stadt gebe? Ah, ich kann ihm nur Städte anbieten, die ich unbedingt selbst behalten will. Ja, es sind alles Menschenstädte, die ich ihm da anbieten kann. Naja, das will ich nicht. Ich könnte ihm Matorka anbieten, weil er sowieso verlieren wird, aber... Stimmt, eigentlich könnte ich ihm Matorka anbieten. Ja, das stimmt. Aber dann holt er sich das wieder zurück und dann kriege ich das nicht mehr wieder für mich. Nee, das ist doof. Das lassen wir.
Können wir denn hier weiter? Nee, noch nicht. Oh, das ist der Chaoszwerg. Oh, Level 21, nicht schlecht. Der ist Level 23. Der hat aber keine besonderen... Nee, der hat keine besonderen Gegenstände. Es sieht bedrohlich aus, ist es aber nicht. Die können keine Städte angreifen. Das werden sie irgendwann ändern. Weil das ist eine der Nummer 1, eine der Top 10 Wünsche der Community, dass sie unbedingt das machen, dass die schwarzen Archen der KI auch die Städte angreifen können, so wie man das als Spieler auch kann. Naja. Das sind aber eine Menge Einheiten. Oh, das sind auch so gute Einheiten. Oha. Oha. Buckelberg ist höchstwahrscheinlich befestigt. Sind wir in deren Hauptstadt, glaube ich. Da müssen wir uns zurückziehen. Das schaffen wir nicht. Ne, das schaffen wir nicht. Do you wish the lady's favor? Warum versuchst du das nicht selber? Genau, gegen drei Riesen. Wir kriegen nicht mal einen Riesen mit der gesamten Armee platt. Ja, da muss ich helfen. Ist egal, die kommen nicht raus aus dem Wald. Alles gut. Siedlung verloren, Matorka. Ein Geschmack für Traubenwein. 10 Zanesh-Korruption und weniger Führerschaft? Oha. Stammkunde von Marlene Gebhardt. Oh, das ist aber nicht gut. Oh. Almosen, plus 2 Kontrolle und Ritterlichkeit. Machen wir mal eine Einberufung. Weniger Unterhalt zahlen, fände ich ganz toll. Skarbrand der Ausgestoßenen entdeckt. Dann haben wir einen Garnison angreifen. Das ist egal. My blade is ready. Stadt werde ich sowieso übergeben. So, hier müssen wir in der Marschstellung lang. In der Lagerstellung, meine ich. So, das hier hinten, das ist irgendwie blöd. Ich glaube, ich behalte die Städte weiterhin als Druckmittel, um eventuelle Maßnahmen zu ergreifen, wenn ich zum Beispiel eine Stadt haben will oder so, oder wenn ich den Kriegsbeitritt bringen will. Zum Kriegsbeitritt. Wie sind die Energiereserven hier? Stark. Das ist doch gut. Genau, schön Platz machen. Wir wollen ja keinen Verschleiß kriegen. Genau. Matorka holen wir uns wieder zurück. Das dauert noch 3 Runden. Ah, Miragiano, Stufe 5. Sehr schön. Bringt das Geld? Nein. Aber das ist komisch, ne? Dass das hier kein Geld bringt. Aber das hier schon. Das haben sie vergessen umzuschalten. Ganz ursprünglich haben nämlich bretonische Städte gar kein Geld gebracht. Das haben sie mit einem Update dann eingefügt. Aber sie haben es vergessen, für die besonderen Hauptstädte auch zu machen. Ja. Ja, Bretonia ist ein bisschen unordentlich. Alles ein bisschen unordentlich. Yes. Ja, dann würde ich sagen, wir machen uns bereit. Trollfjord. Ja, da schicken wir ihn hin. Ah, ich darf nicht aufs Wasser da, wegen dem Admiral. Weil der greift uns da an. Na, dann machen wir das anders. Gehen wir über Land. Landweg. Ein Fullstack Ritter der Schwarzen Rose. Das ist tatsächlich eine sehr mächtige Einheit. Weil die können nicht sterben, solange ihre Trefferpunkte über 50% sind. Das heißt, sie bleiben sehr lange bei 60 Leuten. Sind doch 60, ne?
By the Comet. Ja. Guardian. Wir gehen übers Wasser. Very well, if you insist. Es geht schneller und es ist besser. It shall be so. Leaving. Impossible. I must decline. Glory awaits. Do you take me for a churl? So, das kann ich immer noch nicht reparieren. Das soll sich auch selbst reparieren. Da ist Epidemius. My visions predict fate. Okay. King Louis Leoncoeur. Die Musik ist echt schön. I have seen your heart. Ja, wir könnten auch hier unten einen Krieg gegen 10 spielen, auf jeden Fall. Was ist das für eine Garnison jetzt? Wir haben da Rosa Horror eine Einheit drin, eine Einheit Chaosritter, eine Einheit Kreischer, eine Einheit Verstoßene. Bisschen blauer Horror, das ist aber für eine Stufe 5 Garnison aber echt schlecht, trotzdem. Und ich sehe gerade, er baut da eine Garnison. Oh, das ist aber nicht gut. Da würde ich sagen, wir treten dem Krieg bei. Ach so. Der ist gar nicht im Krieg mit ihm. Wer ist denn im Krieg mit ihm? Quisling. Torek. Und Tlakua. Wenn er nicht Angriffspakt und 2300. So, damit hätten wir es. Sind wir auch im Krieg. Dann können wir uns nämlich die frisch hochgebaute Stufe 5 Stadt, wo er gerade die befestigen will, nämlich einfach holen. Was würde er da kriegen? Rosa Horror, Verstoßen und Kreischer. Das ist mächtig. Für dich bessere Armee dann. Rappern! Yes. Ah. Ich mag Rappans mittlerweile, muss ich sagen. Ja, stimmt, du musst dahin. Attack! Ja, das ist easy. Der erhabene Rosa Horror hat 100 Kills gemacht. Oha. 22? Nein. Ich will die Stadt bei Stufe 4 haben. Das ist nämlich toll, sie bei Stufe 4 zu haben. So, dann kriegen wir eine Grazkapelle, eine königliche Kaserne, einen Schneider, der aber kein Einkommen macht, weil daneben ein Hof steht, ein Grundbesitz, dann reißen wir den Schneidergilde ab, bauen eine Mauer und da kommt dann eine Windmühle hin. Yes. Repulse de Leon. Und ich merke gerade, dass ich glaube ich morgen wieder Skyrim spielen werde. Ich glaube, ich habe morgen wieder Bock drauf. Ja. Naja, oder was, wenn ich morgen aufnehme. Es kann auch sein, dass ich morgen nicht aufnehme. Also beim nächsten Mal, wenn ich aufnehme, dass ich dann Skyrim spielen werde. Bestimmt wieder, das fühle ich gerade so. Ja, mehr Rüstung für sie wäre toll, weil sie ist dann immer ein bisschen empfindlich. Kettenblitz ist ein toller Zauber, den können wir um sie herum wirken, das hilft. Haben wir für dich denn irgendwelche Items? Ja, ein Heiltrank. Sie ist gar nicht so leicht zu beschießen. Ich weiß gar nicht, ob der Schild des Petzolas wirklich das Richtige ist. Der Maschstein ist auf jeden Fall gut. Hat sie 25% physische Resistenz. Gucken wir mal, ob wir vielleicht da ein bisschen was verschmelzen können. Spruchhalter des Schutzes und Stärke der Stabilität. Ja, Heldentöter, okay. 2 Stärketränke brauchen wir nicht. Dauner Scherbe, dann verschmelzen wir die auch. Talisman der Bewahrung. Für Rettungszauber hast du 10%, dann kriegst du jetzt mehr. Das ist jetzt 26% Rettungszauber, sehr schön. Hat Rapant sich verdient, das Teil. Hat sie wahrscheinlich Freude dran. My strength and wisdom are yours. Nutzen wir mal das Menü da oben. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum ich hier nicht einfach scrolle, das geht nicht. Seht ihr das? Wenn ich scrolle, dann springt er vom einen Ende zum anderen. Das ist ein Bug. Warum ist eigentlich jede Aufnahme, jeder Rede-Episode, die ich aufnehme, begegnen wir mindestens einem Bug? Warum? Warum ist das so? Jede Episode haben wir irgendeinen Bug.
den ich euch zeige. Das ist doch auch irgendwie... Letzte Episode war das mit der Performance, heute haben wir das mit diesem Scroll-Ding da oben. Was kommt in der nächsten Episode? Was haben wir da? Werden wir sehen. Nach der Werbung. Nee, keine Werbung. Nee, nachdem ich euch den Sponsor dieses Videos vorgestellt habe. Und zwar ein Hersteller für Toaster. Der euch zeigen will, dass selbst auf seinem Toaster Warhammer 3 läuft. Spoiler, es läuft nicht auf dem Toaster. Du brauchst dafür mindestens einen NASA-PC. Um es auf hoch zu spielen. Wenn du Ultra willst, es geht nicht. Ultra ist quasi unmöglich. Das ist Quatsch. Na, mit einer 4080 geht das. Wobei, ich hatte unter dem Performance-Video auch Leute schreiben sehen, die gesagt haben, sie hätten eine 4080 und bei ihnen läuft das aber auch nicht so gut auf Ultra. Also, ja. Gibt da verschiedene Daten zu. Also, vielleicht habe ich sogar mit dem Witz, den ich gerade gerissen habe, der total unlustig war, vielleicht habe ich damit sogar recht. Vielleicht hatte der einen wahren Kern. So, hier... Ich glaube nicht... Ja, ist die Frage, ob wir das schaffen hier. Ich glaube nicht. Nee. Wenn er nur Skaven-Sklaven hätte, dann ja. Aber er hat Sturmratten, er hat The Jails, er hat Todesrede, er hat Dingschredder, er hat Rattenoge, er hat Todeswindkugelgrenadiere. Er hat Giftwindkrieger. Nee, das schaffen wir nicht. Das ist ausgeschlossen, dass wir das schaffen. Insbesondere, wenn wir dann gegen die Armee kämpfen müssen. Ich glaube, Tretch war dort in der Stadt. Und gegen die Garnison. Nee, das schaffen wir nicht. Das kann man nicht schaffen. Dann ziehen wir uns wieder zurück. Nö, warum spielst du so vorsichtig? Ja genau, wir können auch all unsere Armeen einfach wegschmeißen. Das können wir auch machen. Tolle Idee. Hast du immerhin mehr Geld? Ja, das stimmt. Naja. Ja, ich spiele halt vorsichtig. Ich glaube, früher war ich nicht so vorsichtig, ne? Früher habe ich ein bisschen so gespielt, da war es mir scheißegal. Aber da habe ich auch keine Bildung zur Kampagne. Und da war ich auch immer genervt irgendwie. Also das war auch irgendwie doof. Ein kleiner Teufelskreis, ne? Ich war genervt, weil ich verloren habe, aber ich habe nicht keine Bindung zur Kampagne gehabt und deshalb habe ich immer verloren. Und dadurch, dass ich genervter wurde, habe ich immer mehr Bindung zur Kampagne verloren. Richtig schöner, dicker, fetter Teufelskreis. Mhm. Sag mal, was ist hier schon wieder los? Nichts, okay. Ich wollte gerade sagen, dass die Performance wieder schlechter ist, aber nee, sie ist normal. Ja, weil dann müssen wir neu laden, wenn die Performance wieder schlechter wird. Was ist das hier eigentlich? Ach, das sind Gottrek und Felix. Ah, ja. Brauche ich nicht. Ist jetzt nicht so... eilt jetzt nicht. Oh. Oh, Nagaruffe wird die Kampagne verlieren. Ja, der kommt hier mit 3 Armeen. Der walzt da mit 3 Armeen an. Tja, dann würde ich mal sagen, wir bringen die Armeen hier schon mal in Stellung. It shall come to pass. Ja, also ich fand das Thema eigentlich beim letzten Mal ganz interessant mit Legend of Total War. Ich bin sehr gespannt, was er machen wird, wenn Warhammer 40k angekündigt wird und das Warhammer 3 ganze das Ding die Blase platzt. Was normal ist, dass sie platzt. Ne, das ist ja nichts Schlimmes. Ist sogar cool, dass sie so lange gehalten hat. Das frage ich mich, was er dann macht. Ich schätze, er wird dann wieder historischen Content machen für die Übergangszeit. Das ist die einzigste Option. Oder er macht was anderes als Total War. Aber das Ding ist, er hat es aber schon versucht mit diesem Space Marine 2, dieses komische Spiel da. Es hat nicht so gut geklappt. Aber dann könnte er zu Legend of Warhammer werden, wenn das geklappt hätte, aber es klappt nicht. Na, jetzt gerade läuft es ganz gut wieder. Na, außer hier in der... Na, wobei doch. Ja. Immer mal so eine Zwischenaufnahme machen von der Performance.
Das ist wichtig, dass wir das machen. Und ich stelle gerade fest, weil ich im Hintergrund nur hochlade, Google Chrome hat da absolut keinen Effekt auf die Performance. Es läuft gleich. Schön, dass Google Chrome da so krass gut optimiert ist. Aber das ist sowieso, ne? Es ist nicht sogar so, dass Tabs, die gerade nicht geöffnet sind, gar keinen RAM und nichts fressen bei Google Chrome? Ist das nicht sogar so? Glaube schon. Sehr, sehr cool. Optimierter Browser ist genau das Richtige. Das braucht man. Ja, das ist eine tolle Sache. Ja, also zurück zum... Ich schweife mal ab. Also, was meint ihr? Was wird Legend of Total War dann machen? Wenn ihr jetzt sagt, hör auf, über Legend zu reden. Nee, weil ich da gerne drüber spreche. Ich meine, was erwartet ihr von mir? Legend of Total War ist in der Total War-Szene ein VIP. So, das muss man einfach mal sagen. Er ist der größte Total War-YouTuber, natürlich ist er ein VIP. Und ich schaue gerne Sommerhaus der Stars, Dschungelcamp, andere Sachen. So, ist es denn wirklich so unwahrscheinlich gewesen, dass ich dann so ein Interesse an Legend of Total War darüber zu reden habe, wenn ich sowieso schon so ein Interesse an VIPs habe? Weil Sommerhaus der Stars guckst du nicht, wenn dich die Leute da nicht interessieren, so. Natürlich, ich habe da ein Interesse dran. Und ich sag mal, ich mag halt nicht so gerne Nachrichten. Also gar nicht, überhaupt nicht. Mag ich überhaupt nicht so Nachrichten. Aber wenn da irgendwie so ein Nachrichtenmagazin kommt, wo es um VIPs geht, das gucke ich gerne. Das gucke ich mir gerne an. Das schaue ich gerne. Da bin ich interessiert. Ich weiß nicht wieso. Es ist einfach so. Ich habe da nicht mal einen Grund für. Ich mag das einfach. Natürlich rede ich dann gerne über Legend. Er ist ein VIP in der Total War-Szene. Natürlich rede ich gerne über ihn. Natürlich. Ist doch klar. Das gewinnt er. Naja, das gewinnt er. Allein schon mit 2 Armeen gewinnt er das schon. Aber mit 3 Armeen natürlich erst recht. Das Ding ist, die ist in der Marschstelle und die Armee, die kann sich nicht zurückziehen. Das heißt, er klatscht beides weg. Schlau, dass er die andere Armee nicht angeht. Oh, der hat sogar überlebt teilweise. Das ist ja verrückt. Aber ja, oh, er hat aber, oha, damit habe ich nicht gerechnet. Schaut euch das mal an, wie viel Schaden der genommen hat. Das wundert mich gerade. Das wundert mich. Ich hatte damit fest gerechnet, dass er fast keinen Schaden nimmt. Aber der hat ganz viele Einheiten verloren. Astaroths Armee ist unter die Hälfte gesunken. Krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Naja. Ja, also wie gesagt, ne, wundert euch nicht darüber, dass ich immer wieder mit ihm anfange. Ich habe ein Interesse an VIPs und das gehört einfach zu mir dazu. Ich bin da einfach interessiert. Deshalb gucke ich das Sommerhaus. Wisst ihr, was cool wäre? Sommerhaus der Stars mit Legend of Total War. Das würde nicht gehen, weil er nicht Deutsch spricht, aber weil das dann nur für deutsche VIPs ist. Aber ich meine nur so, ne? Stellt euch das mal. Wenn das so wäre, ne? Ich würde das sofort gucken. Ich gucke das sowieso schon gern, aber das würde ich dann noch lieber gucken. Gibt es denn nicht irgendwie so eine australische Version von so? Na, da wird er nicht mitmachen. Oh, schaut euch mal einen Full-Stack Giselles an. Da hätten wir keine Chance gegen. Es sei denn, wir schicken die ganze Kavallerie so schnell wie es geht nach vorne, dann schon. Also, das wäre doch irgendwie cool. Naja gut, zurück zum Thema. Ich schweife schon wieder ab. Was wird er dann machen? Ich denke, er wird dann historischen Content machen. Ich denke, er macht dann historischen Content. Medieval 2, Wurm 1 und so weiter. Vielleicht sogar auf Free Kingdoms. Free Kingdoms hat ja auch noch eine gewisse Community. Wobei, da muss er halt aufpassen, wie er spielt. Weil die Art und Weise, wie er spielt, mögen die Leute gar nicht. Also man denkt sich so vielleicht so, oh ja, immer wenn er so spielt, das mögen die Leute. Ja, bei Warhammer oder bei Medieval 2 oder bei Wurm 1, aber bei Free Kingdoms nicht. Und bei Wurm 2 auch nicht übrigens. Bei Wurm 2 mögen die Leute das auch nicht, wie er spielt. Na, also da gibt es tatsächlich auch Grenzen. Was die Leute mögen und was nicht. Protector of the Realm. Ja, ich würde wirklich sagen, wir bauen hier ein Schmiedehaus, weil globale Rüstungskapazität... Und Rüstung plus 2 für alle Armeen ist einfach toll. Ein Überbleibsel aus der Warhammer 2 Zeit. Ja, die kriegen kolossaler Schlag. Interessant, ne? Ja. War in Warhammer 3, war in Warhammer 2, glaube ich, nicht so. Enrile Massiv ist auch wie ein sehr langweiliger legendärer Held. Der hat nur diese 3 Skills, die ihn besonders machen. Naja. Hm.
So ist das. If the lady wills it. Ja, es muss nicht befestigt werden weiter, ist okay. Marmor, yay. Oh nein, Wissen dann will mir das wegnehmen. Oh nein. Ich glaube, Findol schickt seine Armee hierher. Also sollte ich hier mal jemanden aufstellen. Ja, obwohl sie eine kleiner Pechvogel ist, nutzen wir sie mal trotzdem. Wir rekrutieren lokal. Ah, das ist echt teuer. Ich davon so viele rekrutiere, habe ich immer noch ein bisschen was. Bisschen. Ah, habe ich dann nur immer noch 15.000 plus. Not possible. Weil hier kommt's dazu. Dass er angreifen will, da bin ich mir sicher. Pius. Ja, also ich rechne fest mit historischem Content, weil Warhammer 3 weiterhin auszuschlachten wird dann nicht mehr funktionieren. Weil mit Warhammer 40k wird das Interesse wegfallen. Spätestens dann. Also sobald es geleakt wird oder angekündigt wird. Ich denke, es wird vorher geleakt werden. Weil Pharao wurde geleakt. Es wurden auch Sachen geleakt, die betreffend unangekündigten Total Wars und so. Wobei, es gibt ja immer noch dieses Geheimnis, ne? Dieses historische Total War nach Thrones of Britannia, glaube ich, war es. Nach Warhammer... Nee, warte mal. Nicht nach Thrones of Britannia. Nach Warhammer 2, genau. Nach Warhammer 2. Nach Warhammer 2 sollte ursprünglich ein historisches Total War kommen. Was das ist, weiß niemand. Das ist ganz verrückt. Das ist total verrückt, dass es niemand weiß. Das ist verrückt. For now, yes. Naja. Sallying forth, valiant lord. Going forth. Aber ich sage euch eins, ich will mich damit nicht mehr so viel auseinandersetzen. Nee. Wir sollten auf jeden Fall das hier forschen, wegen dem, weil das ist, glaube ich, Schneeverschleiß, den wir hier leiden, ne? Do you know who I am? Ja, ist gefrorener Verschleiß. Dann lassen wir es mit der Einberufung und machen lieber das hier. Immunität gegen Schneeverschleiß. Na, wir müssen auch nur das machen. Drei Runden, dann haben wir die Immunität. Blessings of the lady be upon you. It shall be so. Aber so manchmal bin ich einfach so kurz in Laune, sowas mal zu erwähnen. Aber ich sag euch eine Sache, so allgemein darüber sprechen will ich nicht mehr. Über das Thema Leaks und was könnte kommen und so, das ist... hier ging es mir ganz gerade in diesem Moment nur darum, um die Vergangenheit. Weil historisch, ne? Natürlich, ich bin ein historischer Fan. Und natürlich mag ich alles, was irgendwie historisch ist. Und das ist natürlich ein historischer Fakt, dass es da irgendein Total War gab. Und das weiß niemand, was das ist. Deswegen wollte ich das nur erwähnt haben, weil das interessant ist von der historischen Sicht her. Und ich habe gerade gesagt, dass es, was ich damit sagen wollte, ist nicht irgendwie, dass ich darüber reden will, sondern damit wollte ich sagen, hey, das wird wahrscheinlich geleakt werden, das Warhammer 40k-Ding, wenn das kurz vor der Ankündigung steht, einen Monat oder so vorher. Und dann geht's halt schon los, ne? Das Warhammer 3, auf Wiedersehen. Und dann muss Legend of Total War was anderes machen. Ich schätze, dann wird das historische Interesse da sein. Denke ich. Lord of Bretonnia. Denke ich. Sicher bin ich mir da jetzt auch nicht, aber... I am the blood of Gilles. Müsste. Your plan is a good one. Das sollte keine große Garnison sein. Doch. Da ist sogar eine Armee drin. Wenn das die Armee wäre und die Garnison, ja, dann würden wir das schaffen, das wäre super easy. Aber auch noch gegen Tretch? Nein. Das schaffen wir nicht. Das ist nicht gewinnbar. Nee, das ist nicht gewinnbar. Na, wir haben den Segen der Herren verloren. Das ist schade. Ja, also hier kommen wir nicht weiter. Das ist auf jeden Fall klar. Weil das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Das ist zu viel. Wenn das Twitch nicht wäre, dann... Boah, pff, klar. Coole Echtzeitschlacht. Aber so, das schafft... Giftwindmörser, Rettling-Kanonen, Sturmratten, noch mehr Sturmratten, dann diese Seuchenschleuderer, Todeswindkugelgrenadiere, Sossenläufer mit Gift, ein Mutantenrattenoger, zwei Todesräder, Rattenoger und eine Warblitzkanone. Das schaffen wir nicht. Also wir gegen ihn alleine, ja, das schaffen. Mit sehr vielen Verlusten würden wir das schaffen.
Das hier könnten wir nur mit der Kavallerie gewinnen. Die Garnison, die könnten wir auch noch erwischen. Aber alles zusammen, absolut ausgeschlossen. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Das ist ausgeschlossen. My strength and wisdom are yours. Spellcaster. Naja, man muss aber auch dazu sagen, dass ich Bretonia auch falsch spiele an sich, ne? Normalerweise nutzt du als Bretonia Fullstacks voll mit Paladin und einer Maid des Lebens oder einer Prophetin des Lebens und einer Maid, weil du brauchst eine Verstärkungsrate. Oder aber du machst einen Fullstack Hippogreifenritter. Also wenn du, also wenn man das, sag ich mal, so spielen will, dass man halt, sowas hier, ne, wo ist es? Da. Sowas hier gewinnen kann. Ja, und wenn man jetzt, sag ich mal, so eine Armee baut oder so eine Armee, dann geht's halt nicht. Wenn du als Zwerg so eine Armee baust, dann geht's. Wenn du als Imperium so eine Armee baust, geht, glaube ich, auch mittlerweile. Du musst aber gut mit Schießpulver umgehen können, ansonsten geht es auch nicht. Ja, das geht, aber Bretonia ist dann nicht so. Ich sollte vielleicht wirklich mal so eine Armee aufstellen. Ready! What is your behest? You require magic. I will be rewarded. So eine richtig mächtige Überarmee. Die genau sowas tut. De Leon! Such it. Ja, dann müssen wir in der Marschstellung hin. Time to march. Weil sonst können wir nächste Runde in die große Wüste von Arabia nicht einnehmen. Oh Gott, das sind Chaosfurien in der Garnison, mein Beileid. Oh, das ist Stufe 3. For our lady. Seers. My reputation precedes me. Na, ich glaube, sie ist zu weit weg. Nee, ist sie nicht. Okay. Oh, sie steht auf ihrem Pegasus. Das ist aber unschön. Pff. Oh Mann. This will not stand. Natalie ist eine Retterin. Erdener Stab, Einhorn für Laure. Sehr gut. Devotee of the lady. Warte mal. We have met before. I have seen your heart. So, jetzt steht sie. The lady is with you. Ja, und jetzt müssen wir sie auf den Königspegasus. Nein, auf den Königspegasus setzen. Jetzt macht sie T-Pose. Die Standardposition. Ja, es buggt. Boah, in dieser Episode sind wir zwei Bugs begegnet. Da habe ich vorhin noch so gesagt, oh, welchen Bug werden wir wohl in der nächsten Episode begegnen? Ja, nö, nix ist. In dieser Episode kommt schon der nächste Bug. Seht ihr das hier? Dass die Animation hier falsch ist, dass sie auf dem Pegasus draufsteht. Ja, das ist ein Animationsbug. Toll, ne? Ja, finde ich auch toll. Oh Mann. Sorceress. Naja. You honor me. Unschön. Aber was soll man machen? Ne, das will ich nicht. Ich will das Gebäude, wenn wir in der Hauptstadt haben. So. Oh, der Skarbrand. Oh, er hat Karanok bei sich. Chaoskrieger des Korn mit Hellebarden. Chaosstreitwagen des Korn. Chaosritter des Korn mit 140 Rüstung. Was haben wir dagegen? Nix. Na, wenn er angreift, dann müssen wir die... Ah, er wird nicht angreifen. Ja, weil er hier mit allen im Krieg ist. Naja. Greift er nicht an. So, hier habe ich mich bewegt. Nee, habe ich nicht. Ja, hier könnte er mit 3 Armeen angreifen. Das wollen wir mal nicht. Deshalb ziehen wir uns zurück. Wir müssen sowieso wieder zurück, weil wir Wurzack platt machen müssen.
Und Luren, ja, Luren kann sein, dass wir da jetzt eine Echtzeitschlacht schlagen und verlieren. Aber dann ist es so. Dann ist das so. So, Bewohner der Tiefen, da bin ich dabei. Ja, war klar, dass ich irgendwas vergesse. Oh Gott, er hat Eckhold hingeschickt, um eine Manipulation durchzuführen, eine Heldenaktion. Ja, das wirst du... Na, wobei... Nee, das schafft er nicht. Ja, sag ich. Doch, er hat's geschafft. Oh mein Gott, wow. Das ist beeindruckend. Das kriegen auch nur die Zwerge hin, so stark im automatisch berechnen zu sein. Obwohl, Chaos-Zwerge sind auch Zwerge, aber die sind halt einfach im automatisch berechnen, nicht ansatzweise so gut wie die normalen Zwerge. Also nicht mal ansatzweise. Verrückt, oder? Obwohl sie sehr ähnliche Einheiten haben. Mit dir zu handeln? Ja, wieso nicht? Du bist doch mit ihnen verbündet. Ah, dann hast du aber schlechte Beziehungen mit Yuan Bo. Und Yuan Bo hat noch 3 Siedlungen. Ja, dann, wir handeln nur dann. Das passt. Na, ja. Ja, wobei, er wird nicht vernichtet werden, weil er hat seine Siedlungen auf Ultuan, die ihm nicht so schnell erstmal keiner wegnimmt. Stimmt. Die Siedlungen hat er wohl. Die nimmt ihm so schnell niemand weg. Und? Ja, wir werden. Ja, jetzt geht die Armee dahin. Ja, das schaffen wir nicht. Müssen wir aber Echtzeit spielen, oder? Oder ich ziehe mich zurück. Wenn ich mich zurückziehe, kann es sein, dass die andere Armee nicht dazukommen kann. Aber es kann jetzt halt sein, dass er einen Hinterhalt legt. Die andere Armee dürfte nicht dazukommen können. Dann müssen wir nur gegen 2 Armeen kämpfen. Aber es kann jetzt ich habe jetzt quasi den Hinterhalt bekommen dafür, dass ich einen nur gegen 2 Armeen kämpfen muss. Ist das ein guter Tausch? Keine Ahnung. Ich würde jetzt eher nein sagen. Aber das andere war auch nicht gut. Gegen 3 Armeen kämpfen zu müssen. Das hätten wir definitiv verloren. Jetzt haben wir mal eine Chance zu gewinnen gegen nur 2 Armeen. Auch, wobei die Hinterhaltssituation, die ist extrem gefährlich. Wir haben viel Kavallerie, vielleicht kriegen wir es irgendwie hin. Aber ich meine nur, ne? Es ist beides ist relativ gleich schlecht. Ich musste jetzt das nehmen, wo ich eine Chance sehe. Ob da wirklich eine Chance besteht, ist wieder eine andere Frage. Ah, hört ihr das schon? Da. Aber diesmal wird die Animation gar nicht so... Hallo? Warum bin ich mit der Maus denn da hinten? Jetzt wird die Dings gar nicht ausgespielt. Der Hinterhalt komplett. Aktuell haben wir weniger Führerschaft, weniger Angriffsbonus, weniger Nahkampfwaffe und weniger Nahkampfangriff. Für die nächsten 60 Sekunden. Okay. So, haben wir hier irgendwo... Ja, da sind Rattling Guns, die kümmern wir uns sofort. Dann haben wir hier den Tribok, der kämpft da sofort gegen. Schießt da sofort drauf, dann stellen wir uns so hin, genau. Sofort hierher kommen. Und hier zumachen. Und hier müssen wir... Ja, Todesräder, ja. Ja. Nee, kämpft gegen die. Oh, die machen mir meine Tribuches platt. Aber es sieht gar nicht so super schlecht aus. Oh, er bombt uns weg. Oh, der bombt uns komplett weg. Aber wir erwischen auch ein bisschen was. Machen wir mal einen Kometen da rein, ja. Machen wir das mal. So, bleibt an denen dran. Müsste gleich der Komet kommen. Da ist er. Ja, das war gut. Das war ausgezeichnet sogar. Machen wir noch einen Blitz. Einen Blitz machen wir hier hin.
So, die haben wir erwischt. Die müssen da raus. So, wir debuffen mal alles. Und da ist, glaube ich, irgendwo das Todesrad. Kämpf mal dagegen. Wir haben jetzt noch den Debuff genommen. Den Debuff gewirkt. Die müssen raus da. Was ist das? Soll ich einen Schleuder? Nee, gegen die kämpfen wir nicht. So, die Artillerie geht dahin. Hier. Kümmert euch um die Waffenteams. Das hätte ich auch verhindern können. Sehr, sehr schade, dass ich das nicht gesehen habe so rechtzeitig. Aber ich kann nicht alles sehen. Die haben wir gut erwischt. Was haben wir hier? Sturmratten. Da machen wir einen Kometen. Da macht das Todesrad platt. So, da kommt der Komet. Ausgezeichnet. Ja, die Artillerie ist down. Die Ritter hier sind nutzlos. Nur noch 10 Leute. Die können gar nichts ausrichten. Das sind Todeswindkugelgrenadiere. Die greifen wir an. Dann haben wir hier mehrere Einheiten, die nichts machen. Den geben wir mal einen Befehl. Die Bogenschützen sind ausgelöscht. Wir haben die Rattling Guns erwischt. Das hätte ich verhindern können. Mehr oder weniger. Machen wir noch einen Kometen. Und zwar darauf. Komet ist wirklich eine tolle Sache. Wir das hier und du gehst raus. Genau, jetzt raus da. Sehr schön, das hat gesessen. Greift die Sturmratten von hinten an. So, du generierst ein paar Reserven, hast ein bisschen schnellere Nachladerate. Müssen die Ritter schützen. Was haben wir hier? Nein, dagegen kämpfe ich nicht. Dann brauchen wir hier nochmal einen Donnerkeil. Ja, wieso nicht? Wow. Deshalb kriegt er so viel Schaden, weil er dagegen Stretch kämpft. Warte mal. Die haben ja kaum Rüstung, ne? Ja, die haben ja kaum Rüstung und nur physische Resistenz. Wäre tatsächlich mächtig, das gegen die anzuwenden. Ja, das macht Schaden. Ja, die Ritter kämpfen gegen die Clanratten. Ist nicht optimal, aber muss sein. Wir können noch einen Kometen machen. Machen wir einen Kometen. Twitch fertig. So, das hat gesessen, ausgezeichnet. Verfolgt. Ne, verfolgt nicht, sondern kämpft gegen die Sturmratten. So, 4-3 Sekunden noch, dann können wir einen Debuff aussprechen. Bleib an Twitch dran. Nochmal einen Donnerkeil. Ja. Nee, nicht gegen die Seuchenschleuderer kämpfen. Das war gut. So. Die Pegasus-Ritter sind toll. Nein. Das dürfen wir nicht zulassen. Oh nein, die Bogenschützen. Er hat schon wieder Clanratten gespawnt. Er hat unsere Bogenschützen restlos ausgelöscht. Wir müssen zurückziehen. Das schaffen wir. Wir können das gewinnen. Warum flieht alles? Tja, weil alles flieht. Deswegen flieht alles. Ich glaube, ich weiß wieso. Genau deswegen. Wegen der Verstärkung. Aber er ist unerschütterlich, aber Twitch macht ihn fertig. Wie gut ist Twitch? Naja, so gut ist der jetzt aber auch nicht. Nö, eigentlich nicht. Der ist nicht mal rüstungsdurchdringend. Das ist seltsam. Der ist nicht mal ausdrücklich dringend. Und trotzdem... Das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil er so viel Unterstützung hat. Oh, das sind die ganzen Gesales, die da jetzt schießen. Ja, das ist... Oh ja. Ja, der geht super schnell down dadurch. Ja. So ist das. Naja, können wir seine Armee neu aufstellen. Mit Gralsrittern und allem. Wird nur blöd, die Heldin da wieder irgendwie hier wegzukriegen. Die Heldin da wieder hinzubringen. Weil ich werde ihn in Bretonia wieder aufstellen.
weil nur da kann ich Gralsritter rekrutieren. Die kann ich, glaube ich, hier vorne nicht rekrutieren. Auch in Arkendorf, glaube ich, nicht. Tja, eine mannhafte Niederlage, so ist das. Aber die Pegasus-Ritter, die haben toll gekämpft. Das muss man einfach sagen. Ganz, ganz toll. Also der ist ja nicht, die haben nicht mal an jemanden verloren. Das ist verrückt. Normalerweise sind die das immer, die immer ständig Leute verlieren. Aber nicht in dieser Schlacht. Obwohl die Skaven sehr, sehr starke Einheiten haben. Die haben trotzdem nichts anhaben können. Das ist verrückt. Aber auf der anderen Seite, sie haben auch nur 7000 Schaden gemacht und nur 43 Kills. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Ne, weil zum Beispiel die hier, die Ritter des Königs, die haben das Doppelte davon und doppelt so viele Kills. Na gut, dafür haben sie auch die Hälfte ihrer Lebenspunkte verloren. Überweg. Gut, dann wird es Zeit jetzt, hier die Weltrandbogen und so weiter zu verkaufen für Geld. Naja, wir müssen es verkaufen, solange wir das noch können. Ja, Twitch auslöschen geht jetzt leider nicht. Oh nein, warum haben... Oh, ausgerechnet die Klingenstandarte wurde uns gestohlen. Der nicht irgendwie eine andere... Ne, wobei wir hatten nichts anderes zum Stehlen, außer Items. Das wäre natürlich schrecklich gewesen, wenn er irgendwie den Talisman der Bewahrung oder was er da hat verloren hätte. Na gut. Das stimmt. Nee, Epidemius würdest du, glaube ich, im Zweifel noch alleine platt kriegen, aber ich werde dir trotzdem helfen, nur nicht jetzt sofort. Ich will das Überraschungsmoment auf meiner Seite haben. Okay, jetzt kommen sehr, sehr viele Armeen. Das ist gefährlich, ja. Das ist sehr, sehr gefährlich. Weil das können wir nicht abwehren. Na gut, wir sind ja schon fast da mit der Feenzauberin. Er rekrutiert hier vor Ort eine Armee. Ach, das ist natürlich krass. Do you wish the lady's favor? Nee, den Krieg machst du, wenn, dann schön alleine. Diesen Krieg unterstütze ich ganz sicher nicht. Nee, ich will nicht gegen die Dunkelelfen in den Krieg. Schutzbündnis mit Tyrannog. Nee, die habt nur eine Siedlung. Ich könnte dieses Schutzbündnis eingehen, aber warum? Das bringt mir ja nichts. Nein, ich werde nicht gegen die Waldelfen kämpfen. Und die wollen Frieden mit mir. Verrückt. Nimm ich an. Oh Gott, der wollte mich angreifen, irgendwie. Ja, irgendwie wollte der mich, glaube ich, angreifen. Weil die Armee hat sich bewegt, das machen die normalerweise nicht. Verwundet, genau, verwundet, Florence Dubois. Ja, die Armee stellen wir neu auf. Wie lange dauert das jetzt, bis er wieder da ist? 3 Runden, okay. Und sie? 4 Runden. Alles klar. We have met before. So, das bauen wir aus. Wir festigen das und bauen ein Feld. Die bessere Mauer will ich auch haben. Haben wir jetzt ein Einkommen von 20.000, nicht schlecht. Die des Hafen ist Stufe 2. Ne, bauen wir lieber eine Mauer. Und Bilbali ist auch Stufe 2. Bauen wir noch weiter aus. Bauen den Obstgarten. Habt ihr das Obst gesehen? Ja, das brauchen wir dann nicht mehr. Ich werde aber Luren hier tatsächlich aufstellen. Dann muss ich sie resetten? Ne, muss ich ja nicht. Na, ich mach's trotzdem. Müssen tue ich das nicht, aber ich brauche sie ja nicht mehr als Schutzarmee. Genau. Dann gehen wir jetzt in der normalen Stellung runter nach Zvorak. Kommst dazu. Du kommst auch dazu. Jasper Treuherz, Antoine Bisset und die Feenzauberin persönlich. Krieg ich der Zaubertränke? Das ist ein Bombardement. Ja, ist ganz nett. Ist ganz cool. Sie fragen, ob wir das schon schaffen gegen die. Ja, hier müssen wir jetzt die Siedlungen verkaufen. Das werden wir machen. Catherine welcomes you. Weltrandbogen. Was gibst du mir dafür? 53.000. Das ist es wert. Oh ja.
Gut, und dann müssen wir mit Casa Carrack sprechen. Send your king my regards, Umgi. Now. Für die Spitze. Für 11.000. Oh. Ja, doch. Das ist okay. So, dann haben die das nun. Squickhornberg lasse ich als Druckmittel. Könnte sein, dass wir das doch nochmal vergeben werden. Das bauen wir sogar aus. Lohnt sich, glaube ich. Ja, außerdem haben wir das Geld. So, Albion, 3 Runden noch. Alles klar, dann ist es Stufe 5. Pegasus Ritter, Ritter des Königs. Hm. Immerhin. Ja, das ist okay. Ja, das bauen wir aus. Ich will Ritter rekrutierbar machen, global mit einer Runde. Man muss 10 Gebäude bauen, dann darf man die Einheit um eine Rekrutierungsdauer global reduzieren. Das ist sehr, sehr cool. Die versteckte Mechanik. So, hier geht leider auch nichts in einer Runde, aber... Kuron kann in die Stufe 5 werden. Sehr schön. Dann haben wir hier... Ne, das brauche ich nicht bauen. Die öffentliche Ordnung hier ist gut. Bogatoire, hier. Wald von Chalon. Bessere Mauer wäre ganz nett. Das reparieren wir und das bauen wir aus. Mehr Ritter rekrutierbar machen gerne doch. Knappen brauche ich nicht. Rekrutiere ich eh kaum. Eschen, da möchte ich den Obstgarten weiter ausbauen. Übersreik baue ich auch aus. Und Ackendorf wird auch ausgebaut. Und Matorka ist an Wissenland gefallen. Okay. Bring me lore and lost wisdom, and I shall treat with you well. Dann kriegst du die Packeisbucht von mir. Halt. Muss ich die Gebäude abbrechen, die ich dann in Auftrag gegeben habe. Ja, dann brechen wir das ab. Packeisbucht für Matorka. Willst du nicht? Okay. 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 Dann bauen wir eine Kaserne, dann willst du es auf jeden Fall. Dann will sie es. Weil das viel wert ist. In der Berechnung. My reputation precedes me. So. Schneeverschleiß haben wir noch keine Immunität. Es dauert noch ein bisschen. Aber wir haben gerade wieder so schöne Musik. So, du gibst einfach Gas. Das ist, glaube ich, okay. Genau, du schützt die Stadt dort. Ja, die Musik von Warhammer, die ist einfach legendär. Naja, hat sich das hier alles zurückgeholt innerhalb kürzester Zeit. Aber der Zwerg kommt schon noch. So, ausgezeichnet. Performance ist gerade wieder nicht gut. Das ist schade. Wir haben unter 60 FPS. Ich habe gerade nachgesehen. My reputation precedes me. Protector of the realm. A moment can be spared, but no more. Wenn das mit der die Vertrauenswürdigkeit ist bei 0,8. Okay. Also eine Runde noch, dann hat sich das erledigt, das Thema. Okay. Master Engineer. Na, wir gehen ja wieder zurück. It shall be so. Ist leider schwach dort. Energiereserve. What is your behest? My strength and wisdom are yours. Do you take me for a churl? Ja, Matorka kriegen wir schon wieder zurück, da sorge ich für. Ja, wieder Armeen vergessen. Ja. So wie immer. Okay, das müssen wir definitiv neu laden.
Ja, ist halt schwierig, wenn man irgendwie 8 Fronten oder so hat. Das ist halt schwierig, da alles im Blick zu behalten. Soll ich euch mal was sagen? Das passiert mit Medieval 2 nie. Und in Warm 1 auch nicht. Schon, ja, das ist... man kann aber nicht die Verbesserungen von Warm 1 und Medieval 2 auf Warhammer anwenden. Das geht nicht. Weil das ein ganz anderes System ist. Womit das aber tatsächlich auch passiert, ist Empire. Da auch. Na, wobei, aber nicht so doll. Aber auch, auf jeden Fall. Bei Empire auch. Aber nicht so doll, wie gesagt. Aber ein bisschen. Das ist so in der Mitte. So. Aber hey. Die Performance. Ja, die Performance ist jetzt besser. Ich war genau hier mit der Kamera. Und ich hatte hier 56 FPS oder so. Und es ruckelte die ganze Zeit so ein bisschen leicht und hat sich verlangsamt angefühlt. Und jetzt ist es gar nicht mehr verlangsamt. Okay, dieser Bug, den ich da entdeckt habe, der ist extrem aggressiv. Der kommt die ganze Zeit. Krass. Do you know who I am? Das ist krass. Sallying forth. Naja. Devotee of the Lady. Yes? Your coming was foretold. My strength and wisdom are yours. The Leoness! Vor Leones. Und dann erobern wir die große Wüste von Arabia und bekommen Immunität gegen Wüstenverschleiß. Hat sie schon Flammattacken? Ich glaube nicht. Geschwindigkeit und Gelände erfahren halt. Kriegen die Pegasus-Ritter und die 30% Geschwindigkeit kriegen die Quest-Ritter, weil die sind immer recht langsam, weil sie so schwer gepanzert sind. So, Immunität gegen Wüstenverschleiß und Sandsturmverschleiß. Alle eure Armeen. So, dann packen wir hier den Erlass rein für die Kontrolle, damit wir 25 Wachstum kriegen. Das ist nämlich mehr wert als 15 Wachstum aus dem Erlass, aus dem anderen Erlass. Das ist einfach so meine Logik. Gut. Gibt es sonst noch Städte hier in der Nähe? Da muss ich auf die diplomatische Position klicken. Nö. Kann ich mit irgendwem Frieden machen? Nee. Yes, not one Druki on Nagaruth. Ich könnte Nagaruth noch abzocken. Do you serve with this serves Nagaroth? Naja, das, was davon übrig ist, die eine Provinz, ne? Naja, mit dir machen wir definitiv Abkommen. Long may our understanding continue. Acceptable. Mit Tiranok zu handeln, ne, habe ich andere Handelspartner, die interessanter sind. Oh, das Balthasar Geld. Hail to you, Lord of the Lance. Lord of the Lance. Auch cooler Titel, ne? Irgendwie Lord of the Lands. Oh ja. Oh, wir haben gerade Hochelfenmusik. Das ist aber schön. Das Ding ist, ich könnte das Gebäude abreißen, hätte immer noch genug öffentliche Ordnung. Auch verrückt, ne? So, jetzt habe ich aber alles bewegt. Die Hochelfenmusik ist irgendwie richtig schön. Ich weiß gar nicht, warum ich damals gesagt habe, dass die Warhammer 2 Musik nicht schön ist. Ich finde die mega schön. Die ist toll. Die ist richtig... passt einfach. Weil die von Warhammer 3 auch passt. Aber ich finde, was ich in Warhammer 3 nicht mochte, ist, dass sie die Chaoskrieger-Musik komplett entfernt haben aus Warhammer 2 und 1. Dafür gab es keinen Grund. Die Dämonen, klar, die hätten ruhig weiter diese neue Musik nutzen sollen, aber die Chaoskrieger hatten ihre Musik und die hat gepasst für die Chaoskrieger. Weiß nicht, wieso man die entfernt. Weil man hat Varietät damit entfernt. Aber ich schätze mal, da war irgend so ein Creative Director und der hat gesagt, das passt nicht. Doch, passt. Ich finde, das passt. Ich kenne den Soundtrack noch. Ich weiß noch ungefähr, wie der klingt. Der passt. Ja, zu den Dämonen passt er nicht, das stimmt. Zu den Chaos-Dämonen passt er überhaupt nicht. Aber zu den Kriegern. Das würde auch so ein bisschen die Krieger weiter von den Dämonen abheben. Und ich finde, das ist doch etwas, das sollte man wollen. Oh. Die grünen Chaos-Zwerge. Diese Türkisen. Die sind auch ziemlich cool.
You honor me. Nee, du bist Lord. Aufgestiegen, genau. Wo hast du eine niedrige Stufe? Was ist denn mit dir los? So, dann haben wir hier das Feld. Ausgezeichnet, da bauen wir noch mehr, da holen wir uns noch mehr Rüstung und globale Rekrutierungskapazität. Britannia commands me. So. So, dann haben wir hier Miragiano, sehr schön. Das könnte man abreißen, hier mache ich aber nicht. Wobei, das bringt am Ende Einkommen, ne? Das bringt am Ende Einkommen. Na, dann will ich das doch ausbauen. Na gut, es sind nur 50, aber ich würde es trotzdem haben. Das letzte bisschen rauspressen aus den Bauern. Das ist doch etwas, das würde man als Bretonier machen. Genau, das habe ich in Auftrag gegeben. Dann haben wir Zvorak. You have the favor of the faith. Wusstet ihr, dass es für Warhammer 2 eine Mod gibt, die Einheitenformationen einfügt und das gesamte Schlachten-Gameplay rebalanced, so dass es einem historischen Total War ähnelt? Das ist so ein richtig großes Projekt. Ein richtig, richtig riesiges Projekt. Ja, und es gibt es. Denkt euch wahrscheinlich auch so, oh Gott. Ja, ja. Hab ich mir auch so gedacht. Da dachte ich so, wo ich das gelesen habe, dachte ich so, oh Gott. Oh Gott. Ja, so ist das. Es gibt Leute, die hängen noch an Warhammer 2. Gibt es. Gibt es. Durchaus. Ist jetzt nicht irgendwie komplett unbekannt, sag ich mal. Es gibt noch einige Leute, die immer noch Warhammer 2 spielen. Genau. Packeisbucht für Matorka. Jetzt willst du's. Gibt's mir dafür über 6000. Ja, und wenn du schon dabei bist, kannst du auch direkt mit Clan Rictus in den Krieg, oder? Oder wollen wir das nicht? Doch. Doch, doch. I trust. So, jetzt habe ich Matorka wieder zurück. Ja, und in dem Moment kommt der Grünhaut. Ist aber nicht so schlimm. Da können wir... Die Armeen, die hier aus dem Süden kamen, die wurden weggeklatscht. Da können wir jetzt die Feenzauberin in die Armee stellen. Ah, wobei. In die Stadt stellen, meine ich, mit der Armee. Und dann, na gut, der Wahr kommt. Oh, drei Riesen. Riesen waren in Warhammer 2 nutzlos. Die haben sie dann richtig mächtig gemacht in Warhammer 3. So many ideas. Oh, das ist aber auch so eine Armee, die einfach nur krank ist, ne? Voll mit Eisenmännern von Nullen, Hochland-Langbüchsen, normalen Musketen. Boah. Das ist eine Ansage, ne, die Armee, auf jeden Fall. Die ist eine Ansage. Definitiv. Rebels! So, ich habe sie nur angeklickt, damit sie das sagt. Oh Mann. My strength and wisdom are yours. So. Ach, schaut mal, es gibt hier sogar so grüne Effekte um die Stadt herum. Nö, du hast aber die VFX-Details auf Mittel. Ja, wie man sieht, sieht man das trotzdem. Wie man sieht, sieht man was. Na, Skavenblight. Ich könnte mir vorstellen, Skavenblight wieder aufzubauen, aber es ist halt rot. Ist ja nicht so optimal. Okay. Ja, das Feld hier. Jeden Fall. Ja, das passt mir so. Das können wir noch ein bisschen weiter ausbauen mit der öffentlichen Ordnung. Ah, Satosa, sehr schön. Ja, das weiter ausbauen wäre toll. Was kriegt man denn da? Man bekommt weniger Landsknechte, dafür aber knappen. Aber die normalen Landsknechte mit Schild sind dann weg, die ja nutzlos sind eigentlich. Dafür kriegt man halt knappen, aber einen weniger Landsknechte mit Stangenwaffen. Man bekommt statt den Rittern des Königs Pegasus-Ritter. Ugh. Oh, das ist gar nicht mal so gut. Nee, das ist gar nicht mal so gut. Das bauen wir mal nicht aus. Weil Ritter des Königs sind in der Belagerungsschlacht eigentlich nützlicher. Jetzt sagt er wahrscheinlich, ja, man kann aber über die Mauer fliegen und den Feind angreifen. Das ist etwas, das würde man in den alten Total Wars so ab und zu mal machen.
also mit Kavallerie rausreiten. Über die Mauer geht jetzt nicht in historischen, das weiß ich. Aber in historischen macht man das. In Wurm 1 und Medieval 2 kann das hilfreich sein, um Artillerie früh zu zerstören und so. Aber das macht man nicht in Warhammer 3. So eine Taktik und ja, macht man nicht. Weil es nichts bringt. Es bringt nichts. Die Belagerungsgeräte des Feindes zu zerstören, es bringt nichts. Außerdem sind dafür die Türme da. In Medieval 2 und Wurm 1 kannst du die Türme nicht steuern. Das geht in Warhammer, aber... Wozu dann Belagerungsgeräte fokussieren mit Einheiten, wenn du es mit den Türmen machen kannst? Die da auch sehr gut für geeignet sind, weil sich die Artillerie ja keinen Schritt bewegt. Und bewegende Ziele treffen die Türme nicht ganz so gut, aber so stationäre Ziele treffen sie sehr gut und das passt dann. Ja. Ah, der Rundenwechsel. Ah, die großen Fraktionen, ja, die sind schon eine ganze Weile dran, ne? Idathane, Avalon, die Dunkelelfen, ja, sind schon eine Weile dran. Ja, da kommt er wahrscheinlich. Ja, er kommt jetzt mit der Arche. Oh, da sind auch nur Schatten drin. Ja. Gut, alles klar. Das würde ich Echtzeit versuchen, weil ich glaube, das kann man gewinnen. Aber erst beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt. Warum ist das aktiviert gewesen? Oh mein ganz Zeit. Oh Gott. Oh, warum tust du das? Das muss ich nachher alles löschen gehen. Ja, ich hoffe, ich lösche nicht aus Versehen den Spielstand. Da muss ich mich jetzt gleich konzentrieren, dass ich das nicht mal aus Versehen. Oh ja. Ja, also beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Let's Play Total War Warhammer 3, und wir in der 12. Staffel noch ein bisschen mit Bretonia spielen und schaut euch mal unser Reich an. Wir sind echt ein Küstenreich, ne? Wir sind echt... haben eigentlich nur die Küsten. Ja, ein paar Inlandsprovinzen, aber wir haben auch eine ganze... wir haben eigentlich so 90% Küstenlinie, auch sehr interessant. Passt auf euch auf und auf Wiederhören.